Ich schlecke ja. Für Eiweißschnee. So süß. Sehr viel Zucker. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlossrezepte mit der Steffi. Und dem Benji. Steffi, was gibt's heute? Heute gibt's Schlosserbuben. Und schon geht's los. Jawohl. So, was haben wir hier alles? Ich sehe Pflaumen. Erzähl doch mal erstmal, was ist das für ein Gericht? Also, das ist eine Nachspeise. Das ist immer gut. Ja. Und ich sehe Schokolade. Genau. Und das war meine absolute Lieblingsnachspeise als Kind. Ehrlich? Ja. Habe ich geliebt, ja. Und dann werden wir die Zwetschgen jetzt füllen mit einer Mandel. Ah. Dann werden die Zwetschgen in eine gefettete Auflaufform gelegt. Das mache ich jetzt dann auch noch. Ich fette das, da muss man es reinlegen. Und dann müsste man eigentlich diese Schokolade 200 Gramm reiben. Mhm. Also entweder wir reiben das wirklich oder wir nehmen ganz faul schon mal hier diese Schokoladeflocken. Ja, wir nehmen die Schokoladeflocken. Oder? Ich glaube auch. Früher gab es das noch nicht so zu kaufen. So, und dann müssen wir aber wo gehen die denn hier sechs rein? Sechs Eidotter. Sie müssen doch irgendein Loch haben, die Dinger. Ja, wir müssen ein Loch haben. Du musst das Loch suchen. Schau, da irgendwo oben oder unten haben sie ein Loch. Und sonst machen wir ein Loch. Ah ja, ich hab's gefunden. Genau. Also theoretisch, wenn da eben kein Stein drin ist, dann muss der Stein rausgekommen sein. So, ich butter jetzt mal. Ich fette mal diese Form jetzt aus. Das auch wieder ganz einfach. Siehst du? Das ist doch herrlich. Einfach finde ich super, ne? Einfach ist super. Einfach und viel Schokolade. Das ist so ein bisschen mein Und Ding. Viel Zucker. Und viel Zucker. So. Und das ist einfach eingebuttert. Das wird ja nicht einen Schönheitspreis gewinnen, oder? Die sieht man nicht mehr. Ah ja. Die werden versteckt. Die legen wir nämlich dann jetzt gleich hier rein. Man findet die Eingänge hier bei diesen. Ja, aber da machst du dir halt Eingänge. Ganz einfach. Mach's einfach rein. Halt die Klappe und mach's rein. Genau. Danach müssen wir, das darfst du wieder machen, ich muss Eidotter jetzt und Eiweiß trennen. Oh, oh, ho, 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 ho. Huch! Okay, also diese Handwerker ist bei dir nicht. Mistviecher. Also Handwerker wärst du nie geworden, nee. Oder? Macht nix. So. Bist du schon erschöpft? Bin fast erschöpft. Ach so, die Eier trennen. Ja, ja. Da brauche ich immer noch Eiweiß. So eine Trenngeschichte. Was für eine Trenngeschichte? Naja, wo soll ich denn das Getrennte reintun? Ja, du hast hier zwei Schüsseln. Ah. Ich versuch's jetzt. In das eine kommt Eiweiß und das andere Eigelb. Da machst du das Eiweiß rein, ja. Weil das müssen wir danach schlagen und das braucht mehr Volumen und da das Eigelb. Wenn ich mir was wünschen durfte als Nachspeise, habe ich mir immer diese Schlosserbuben gewünscht. Echt? Ja. Also ich durfte mir nicht sehr oft was wünschen, aber ab und zu. Und dann gab es die immer. Und ich hab die seitdem eigentlich nicht mehr gegessen. Weil das ist natürlich so eine Nachspeise, die ist super reich, rich. Und, an Zucker und Fett. An Zucker und Fett, jetzt pass auf. Und jetzt sage ich dir, jetzt müssen wir nämlich etwas nachschauen. Kennen deine Kinder das? Nee, die kennen das nicht. Und pass auf, jetzt haben wir nämlich hier eine Beschreibung. Die 200 Gramm Schokolade, dieselbe rührt man mit sechs Eidottern und drei Eischwerzucker. So, was ist ein Eischwerzucker? So, ist das dann so viel wie ein Ei wiegt? Ja, wahrscheinlich. Eischwerzucker. Sollen wir das nachschauen oder sollen wir das einfach so irgendwie ein bisschen hemdsärmlich reinschütten? Da bist du ja der Richtige oder die Richtige für. Weißt du, was wir machen? Wir wiegen jetzt mal ein Ei. Wir wiegen ein Ei. Ja, okay. Wir wiegen ein Ei. Das muss man erst runternehmen. Achso, ja, das macht Sinn. Wegen Tara, oder wie das heißt. Damit sich es irgendwie. So, jetzt pass auf. Und das hat 64 Gramm. Genau, also. 3 mal 60 ist. Wie viel? 180. Hey. Also nehmen wir jetzt 180 Gramm Zucker. Das ist schon ganz ordentlich, oder? Der Alex ist wieder da. Da wird wieder mal gekocht.
Ja. Und jetzt gibt es Nachtisch. Was soll das sein? Das ist meine Lieblingsnachspeise als Kind. Die ist? Schlosserbuben. Aber die sehen gut aus. Ja, oder? Es sind bis jetzt nur eine Pflaume mit einer Mandel drin. Und der Rest kommt jetzt dann. Und jetzt darf der Benji, da steht, da freut er sich jetzt. Das ist wieder schlagen. 6 Eidotter und 3 Eischwer Zucker eine Stunde lang schlagen. Ja, also ich, was? Das macht der Alex. Der Alex ist so sportlich. Ich finde, wenn wir ihn gerade hier haben, kann der sich gerne eine Stunde hier lassen. Ein Workout. Das können wir zusammen machen. Dann müssen wir mal keinen Sport mehr machen. Das wir besonders. Die werden hier zum Sport gezwungen. Nee, aber weißt du, was unten drunter steht? Mit Handmixer etwa eine Viertelstunde. Ah ja, okay, dann kann es einfach. Also das ist noch aus dem alten Rezeptbuch, da hast du noch einen Schneebesen gehabt. Alex, von einer Skala von 0 bis 10, wie viel Vertrauen hast du? 0 wäre gar nicht und 10 wäre ganz viel. So eine 6. Eine 6? Aber es wird. Wieso 6? Es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Okay. So, jetzt ist es hell, schön hellgelb. Ja, und schön sämig. Und was mache ich jetzt damit? Jetzt schütte ich dir den Zucker dazu. Und ich rühre währenddessen. Und du rührst? Langsam. Oder schnell. Sind wir uns sicher, dass das 3 Ei schwer, wirklich 180 Gramm Zucker waren? Das könnte ein bisschen süß werden. So, jetzt kommt noch die Schokolade. Jetzt brauchen wir 200 Gramm. So. Und das wird dann jetzt da auch reingewurschtelt. Ja. Boah, das riecht so wahnsinnig gut. Bitte noch schütteln. Ja, musst du das da. Genau. So, das wird ja richtig dick. Ja, ja. Das wird ja richtig dick. Da muss ich ja eine höher. Ja. Da wackelt deine Hand richtig. Es ist ja krass, wie fest das ist. Guck mal. Ich probier mal. Ich will auch probieren. Du kannst die Dinger abschlecken. Oh ja. Weil wir müssen nämlich jetzt, die muss man abwaschen. Die schlecke ich ab. Für Eiweißschnee. Das ist so süß. Sehr viel Zucker. Okay, nimm mal das andere. Das ist sehr. Ja, warte, da kommt ja das noch dann. Das ja, das macht viel besser. Ich meine, du hast da. Ja. Merkst du die Zuckerkristalle? Mhm. Da kommt ja alles dann in den Ofen. Mhm. Hey. Also ein Handwerker ist an dir nicht verloren gegangen. Nee. Ah, jetzt. Sehr gut. Bravo. Wie lange mache ich das jetzt? Ja, bis es hart ist. Ach so. Das heben wir dann schon unter. Ah ja, das heben wir unter. Wir haben eine Zementmasse gemacht. Nein, überhaupt nicht wahr. Doch, wenn man die umdreht, sieht gar nichts. Nein, das ist doch. Du wirst sehen, das ist alles gut. Wenn Sie was beim Haus bauen wollen, wenn Sie dann, können Sie sich das auch gerne als Zement nehmen. Kann man sich eigentlich an Eischnee überschlagen? Nee, oder? An Eischnee kann man sich nicht überschlagen. Nein, ich meine, kann man den Ob zu man viel den überschlagen schlagen? Kann. Ja. So viel ich weiß nicht. Aber der sieht jetzt super. Jetzt kommt die Betonmasse einmal unten. Jetzt kommt die Betonmasse rein. Das ist und wird krass. Drunter gehoben. Da bin ich immer gespannt. Ich auch. Schau, das geht gut. Guck. Mhm. Und da ist noch was drin. Ja, holen wir gleich raus. Mhm. Schon anders, ne? Mhm. So, und jetzt schmeißen wir es da rein. Ja, und jetzt schmeißen wir es da rein und dann kommt es in den Backofen für eine halbe Stunde. Bei 200 Grad. Guck. Okay. Soll ich mal da drüber wursteln? Wurstelst da drüber? Also einfach so. Ja, drüber wursteln. Genau. So. Siehst du? Und das geht dann nämlich noch auf. Mhm. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie ja, das aussieht auch. Irgendwann. Ich auch. Und jetzt kommt dieses Ding da rein. In den Backofen.
aufgeht, so wolkig. Bin ich gespannt. Ta-ta-ta, it's dessert time. Das sieht besser aus als vorher, Leute. Ja, ne, das habt ihr doch gesagt. Das wird ja richtig was. Schon, gell? Alexander, bitte, ja. Wir sind. Aha. Und jetzt kannst du dir. Bin ich positiv überrascht. Das sah vorhin wirklich aus wie so ein bisschen trauriger Haufen. Aber jetzt ist es. Aber das riecht auch wie Schokoladenauflauf. Ja. Fluffig. Oh, wow. Siehst du? Mhm. Krass. Und eine Zwetschge. Ja, ich nehme so eine Zwetschge dazu. Bist du ein bisschen überrascht, ne? Ja, und wenn man weiter reingeht, das soll nämlich auch sein, nur am Rand ist es, in der Mitte ist es noch so ein bisschen flüssig. Das soll nämlich auch sein. Das läuft gerade raus. Willst du ein bisschen flüssig? Bisschen, gerne. Mami, du auch? Das erinnere ich mich noch, ja, ein bisschen flüssig. Das erinnere mich früher noch, weil da wollte ich auch immer von der Mitte haben. Ach so, weil das... Weil da immer noch so ein bisschen... Immer das beste Stück, ein flüssiger Kern. Danke. Okay, Leute. Okay. Und jetzt, Achtung, Achtung, Achtung. Heiß. Ich erinnere mich, weißt du was, ich erinnere mich mit den Zwetschgen. Die sind heiß. Die unglaublich sind richtig heiß. Da kannst du richtig den Mund verbrennen. Da musst du aufpassen. Mega. Mhm. Ja? Mami. Oh Gott, ich leg den Tag gleich mal. Unglaublich. Von dir kennt man es, Ben, wie auf einer Mami. Das ist ja unglaublich. Wow. Hm? Na? Und kein Wunder, dass das dein Lieblingsessen war als Kind. Mhm. Wenn ich mich reinlege, oh Gott, ist das gut. Gell? Das musst du jetzt öfters machen. Und siehst du nicht Beton hier, nee, mit deinem Beton. Alex, in so einem großen Haus und als Jüngster, wie läuft's da so? Muss ich durchkämpfen. Aber das kriegt man schon irgendwie hin. Aber ganz schön viele Schwestern, ne? Ist das ein bisschen anstrengend? Aber es ist gar nicht so schlecht im späteren Leben, weil so lernt man mit Frauen umzugehen. Mhm. So, das stimmt. Mhm. Steffi, das haben wir super gemacht. Gell? Also nicht, dass ihr jetzt solche Ansprüche habt, als dass es immer sowas gibt, gell? Kommt überhaupt nicht in die Tüte. Saugut, wirklich saugut.